SWR 2 Zeitwort. Das Wetter ist mies. Der Jäger vom Typ Douglas Skyrider fliegt tief über Feindesland. Brennende Felder bis zum Horizont. Die Rauchwolken nehmen die Sicht. Das Ziel muss hier irgendwo sein. Dieter Dengler drückt an und bringt die Maschine in eine steile, schraubförmige Drehung Richtung Erdboden. Gerade als ich mich weggedreht hatte, war da diese laute Explosion auf der rechten Seite. Der Flügel war weg. Ich erinnere mich an diese Helligkeit, wie ein Blitz, der das Flugzeug traf. Und ich stürzte durch die Luft. Dieter Dengler. Er ist am 22. Mai 1938 zur Welt gekommen, in Wildberg im Schwarzwald. Solange er denken kann, hat er vom Fliegen geträumt. Genau genommen seit einem Fliegerangriff im Zweiten Weltkrieg. Ein Angriff auf seine Heimatstadt. Dieter Dengler steht als kleiner Junge mit seinen Brüdern am Fenster im Dachfirst und schaut den tieffliegenden Jagdfliegern zu. Und ich erinnere mich noch genau, dass eines der Flugzeuge tief an unserem Haus vorbeiflog. Es war so ungewöhnlich, weil die Cockpit-Tür offen war. Der Pilot schaute zu uns herüber. Es war nur ein Bruchteil der Sekunde. Es war wie eine Vision für mich. Aber ich wusste von diesem Moment an, dass ich Pilot werden möchte. Ich möchte ein Flieger sein. Ein kleiner Junge in Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich möchte ein Flieger sein. Welch ein verrückter Traum. Dieter Dengler setzt alles daran, ihn wahr werden zu lassen. 1957 emigriert der junge Mann in die USA. Ich sprach kein Englisch, nur ein paar Worte, Times Square und so. Das war alles eine völlig neue Welt für mich. Ich war hungrig. So etwa 10 Tage lang habe ich auf der Straße gelebt. Und dann bin ich zur Air Force gegangen, denn ich habe Deutschland verlassen, um Pilot zu werden. I joined the Air Force because I really left Germany to become a pilot. Dann, der Traum wird zum Albtraum. Es ist Februar 1966, als Dengler im Vietnamkrieg über laotischem Gebiet abgeschossen wird. Er überlebt den Aufprall, wird aber 2 Tage später gefangen genommen. Hände hoch. Und meine Hände gingen nach oben. Und ich habe auf Deutsch gerufen. Nicht schießen, nicht schießen. Monatelange Folter. Dieter Dengler soll ein Papier unterschreiben. Ich lehne die amerikanische Anwesenheit in Südostasien ab. Aber er weigert sich und plant die Flucht. Gemeinsam mit anderen Gefangenen. Es gelingt der Gruppe, den Wachen Automatikgewehre zu entwenden. Bewacher stürmen auf Dengler zu, er erschießt mindestens 3 von ihnen. Danach schlägt er sich durch, quer durch den Dschungel, Richtung Mekong. Erst nach einigen vergeblichen Versuchen, die ihn fast verzweifeln lassen, gelingt es ihm, einem amerikanischen Flugzeug Signal zu geben. Ein Helikopter holt ihn raus, bringt ihn in Sicherheit. Endlich. Ich bin hier rausgekommen mit 89 Pfund. Und dann war ich im Krankenhaus vor 7 Monaten. Hepatitis, Malaria, eine Leberentzündung, die Haare sind ausgefallen. Dieter Dengler braucht diese Monate, um auf die Beine zu kommen. Später wird er ein Buch schreiben über die Flucht aus Laos. Und Reporter aus aller Welt wollen die Geschichte hören. Nach all den amerikanischen Jahren muss Dengler sein Deutsch aufpolieren. Seit einem Jahr habe ich nicht mehr Deutsch geredet. So, ich versuche sogar Hochdeutsch zu reden. Eigentlich schwätze ich Schwäbisch, genau. Ich bin Schwabe immer noch. Großartig gegangen. Vielen Dank, Herr Dengler. Ja, danke, danke. Dieter Dengler bleibt bis zuletzt in Kalifornien. Er stirbt am 7. Februar 2001.